In dieser Videoserie folgen Auszüge aus agilem Arbeiten, das heißt, wie arbeitet man in der digitalen Welt mit digitalen Produkten? Man nennt es halt agiles Arbeiten, neue Arbeitsform, neuer Arbeitsansatz in Unternehmen. Punkt 1 ist, visualisiere und arbeite in Bildern. Das heißt, skizziere möglichst viel. Hier habe ich mal ein Bild mitgebracht. Man sieht jetzt hier einen Bergsteiger im Schnee. Ja, das heißt, wenn du dein Strategie-Meeting oder ein großes Projekt hast, wo alle denken, so Riesenherausforderung, nutze Bilder, um sowas zu visualisieren und zu verankern. Denn der Aufstieg, der wird schwer sein. Bergsteigen ist anstrengend. Aber wenn wir dieses neue Produkt an den Markt gebracht haben, dann werden wir es feiern wie verrückt. Und wir haben es geschafft, mit unserer Firma ein neues Produkt zu implementieren, neue Märkte zu erschließen und neues Geld zu generieren, um wieder in neue Investitionen und Innovationen zu investieren. Denn wir sind Innovationstreiber. Also seht ihr jetzt schon an diesem Text, wie der Zusammenhang ist zwischen Vision, zwischen Unternehmensstrategie und Motivation und vor allem nutzt Bilder dazu. Nutzt auch Bilder und visualisiere, um Dinge zu erklären. Ich habe mal in einem ganz einfachen Projekt, da gab es ein IT-Thema und das heißt, es gab sehr viele Kosten von einem IT-Dienstleister, weil die Mitarbeiter nicht wussten, bei welcher Hotline sie anrufen sollten und so weiter, wie die ganze IT-Infrastruktur ist. Das heißt, es gab eine ganz einfache Erklärung zu sagen, wir haben drei Server- oder Mitarbeiterplätze, dann gibt es einen Server, auf dem alle Daten gespeichert werden und dann gibt es natürlich noch eine Software, mit der wir arbeiten und die hat eine Hotline. Dann haben wir natürlich ein Telefon, Fax etc., also Bürogeräte und einen Drucker. Und das ist eine Hotline, die Software angeht. Und wenn es zwischen diesen ganzen, haben wir LAN, Verkabelung, ja, also Serverleitungen, die hier hingehen, auch dann ist der Hardware-Dienstleister, IT-Dienstleister vonnöten. Das heißt, versuche mit Bildern zu arbeiten, um Dinge zu erklären. Dann ist es deutlich einfacher zu sagen, nur die Software betreffend ist diese Hotline. Alles, was Kabel, Leitung, Stecker, wenn Rechner nicht funktioniert, ist diese Hotline. Und alles, was Server angeht, ist diese Hotline. Einfach auch zu erklären, sagen, ja, wir haben jetzt eine Cloud-Anwendung. Das heißt, es ist alles in einer Wolke. Das heißt, dieser Server hier lokal bei uns im Office, der wird gestrichen und alle Daten werden zentral in einem, das ist natürlich auch ein Server, nur der steht nicht mehr bei uns zu Hause. Das heißt aber, als Vorteil, wenn wir auf Cloud-Service umsteigen, können wir auch vom Smartphone auf diese Cloud zugreifen. Denn egal, wo wir sind und arbeiten, können wir Daten aus der Cloud anwenden. Also das ist viel einfacher erklärt mit Bildern. Also arbeite mit Bildern, nutze Visualisierung, um Probleme zu analysieren, um komplexe Dinge und Vorgänge zu erklären, um deine Mitarbeiter abzuholen, um auch Strategien und neue Projekte, neue Themen rauszubringen. Und vor allem nutze auch Visualisierung, wenn es um Kennzahlen geht und Entwicklung, Unternehmensentwicklung. Dazu gibt es ein separates YouTube-Video von mir, wo ich erkläre, wie man zum Beispiel, das ist ein Template, eine Vorlage für ein Daily, wo man im Tagesgeschäft seine Aufgaben bespricht und Probleme, Wissenstransfer und so weiter darstellt. Das heißt, es gibt unterschiedliche inhaltliche Segmente, die definiert sind und du erkennst sofort an der Führung als Führungskraft von außen allein anhand der Darstellung, wo stehen wir denn und wo gibt es gerade Probleme? Passt mein Tageskalender noch oder muss ich irgendwelche Termine verschieben, weil gerade akute Themen auf den Schirm kommen? Wie steuere ich die Organisation? Auch da gilt, nutze Visualisierung in der Darstellung, um einfacher zu kommunizieren. Denn oft diskutieren wir und in der reinen Kommunikation reden wir von Äpfel und Birnen und wir meinen, wir reden doch vom Gleichen. Also von dem her, Prinzip hier, Design Thinking, agiles Prinzip, arbeite mit Bildern.